Der erste Schritt gen Halbfinale ist gemacht. In einer lange Zeit hart umkämpften Partie setzten sich die Berliner gegen das stark besetzte französische Team aus Chambéry letztlich mit 30 zu 27 durch. Auch weil das Team von Trainer Dago Sigurdsson zumeist um jeden Ball kämpfte. Ja, ein Auftaktspiel ist immer was Besonderes. Und wenn man dann gleich gegen Chambéry spielt, die ja nun bekanntermaßen eine Top-Truppe zusammen haben, dann ist es natürlich elementar wichtig, dass man so in die Gruppenphase findet. Und von daher ist mir schon ein kleiner Stein vom Herzen gefallen. Ein Stein vom Herzen gefallen und ein standesgemäßes Geburtstagsgeschenk erhalten. Der Ehrentag von Bob Hanning fiel letztlich zur vollsten Zufriedenheit aus. Die Mannschaft hat mir ordnungsgemäß gratuliert und wir werden sicherlich nochmal bei Gelegenheit, wenn die englischen Wochen sind, vorbei sind, sicherlich nochmal nett was essen gehen. Nach zunächst zwei 7-Meter-Erfolgen von Frederik Petersen setzen sich die Füchse zu Beginn der Partie gleich leicht ab. Zunächst ist Markus Richwin zum 3:2 erfolgreich, ehe Silvio Heinevetter sich auszeichnen kann und der Füchse-Express ins Rollen kommt. Frederik Petersen, der insgesamt auf 8 Treffer kommt, trifft zum 4:2. Zwei Tage nach seinem 19. Geburtstag steht auch Paul Drucks wie bereits gegen Göpping wieder von Beginn an auf der Platte und übernimmt auch gleich Verantwortung, trifft zum 5:2. Also wenn man auf der Platte steht, dann ist es falsch zu zögern und keinen Mut zu haben und das bringt mir nichts, das bringt dem Team nichts und deshalb versuche ich immer 100% zu geben. Und auch keine Angst zu haben vor Fehlern und das hat sich heute auch bezahlt gemacht. Nachdem die Gäste kurzzeitig die Führung übernehmen konnten, hält Silvio Heinevetter beim Stand von 13:12 für die Füchse gleich zweimal überragend spektakulär. Wir haben ja Silvio Heinevetter nicht umsonst im Tor. Wir wissen, dass es einer der besten Tore der Welt ist und diese spektakuläre man dann auch mal erwarten kann von ihm und das hat er heute wieder gezeigt und er war ja in sehr, sehr vielen Spielen im Laufe der letzten Jahre immer, wenn es wirklich wichtig war, auch Sieggarant und hat heute sicherlich einen sehr, sehr großen Anteil an dem Erfolg der Mannschaft. Im zweiten Durchgang ist es zunächst Konstantin Igrupulu, der die Berliner Führung ausbaut. Igrupulu ist mit 7 Treffern Berlins zweitbester Werfer. Die Füchse sind auch wieder stark im Tempo-Gegenstoß. Heine fällt auf Petersen, der auf Matthias Hachisson und dieser verwandelt sicher. Gegen Ende der Partie schlägt es dann noch einmal 13. Auch der 20-jährige Jaron Sievert aus der zweiten Füchse-Mannschaft kann sich letztlich noch einmal in die Torschützenliste eintragen. Wir haben gewonnen gegen Chambéry, das ist eine super Mannschaft. Haben jetzt 2 Punkte eingesammelt, es hätte ein bisschen höher ausfallen können. Die Abwehr war teilweise ein bisschen schwammig, aber gewonnen ist gewonnen. Gewonnen ist gewonnen und vor allem war der Sieg der erste Schritt gen Halbfinale für die Füchse Berlin.